Willkommen zu diesem neuen Video von mir in dem neuen Jahr, meine Lieben. Ja, 2022 hat begonnen und ich wollte dich fragen, was denn deine Vorsätze sind für dieses Jahr. Denn ich habe mir für dieses Video was ganz, ganz Besonderes überlegt. Und zwar schon Ende letzten Jahres habe ich mir gedacht, ich spüre mal wieder, dass ich so ein bisschen Entgiftung und Detox mal wieder bräuchte. Das mache ich mehrmals im Jahr und das ist jetzt nichts radikal Krasses, ja, dass ich sage, ich mache jetzt mal wieder eine Schwefelkur, sondern es ist was total Natürliches, was ich jedem Menschen wirklich ans Herz lege. Auch meiner Mutter, meiner Schwester, jeden, den ich liebe und den ich mag und unter anderem auch euch natürlich empfehle ich ab und zu auch mal auf natürliche Art und Weise zu entgiften. Warum ist es so wichtig? Es gibt ja zwei Möglichkeiten, den Körper, ich sag mal, essentiell zu beeinflussen. Das eine ist die Nahrungsaufnahme, also das, was wir essen. Das andere ist aber auch mal das, was wir ausscheiden, was wir auch mal loslassen. Sprich, die Entgiftung ist auf der anderen Seite genauso wichtig. Ja, also die Aufnahme, aber auch die Entgiftung. Jetzt denkt man sich, warum muss man denn entgiften? Ja, es ist tatsächlich so, dass wenn du dich super, super clean schon ernährst, so wie ich zum Beispiel, du trotzdem ganz, ganz viel Schwermetalle und sonstige Abfallprodukte, sei es jetzt irgendwie in der Luft oder sei es Pestizide bei Nicht-Bio-Produkten, Herbizide und so weiter aufnimmst. Ja, du putzt dir vielleicht deine Zähne, da ist Fluorid drin, du benutzt ein Deo, da ist Aluminium drin, du nimmst Kosmetika, da sind andere Sachen drin. Und all das nimmt ja unsere Haut auf. Das größte Organ, was wir haben, die Haut, also sowohl die Luft, die ja auch nicht perfekt rein ist. Wir laufen ja auch nicht den ganzen Tag nur im Wald spazieren, sondern wir laufen auch über die Straße, da sind wieder Autos und Abgase und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen ist die Entgiftung super, super wichtig. Und die beste Entgiftung für mich und das beste Nahrungsmittel für mich ist eins der chlorophyllhaltigsten Lebensmittel, die es so gibt. Und das ist Spirulina, meine Lieben. Und dazu habe ich mir ein Päckchen zusammengestellt, was wir jetzt zusammen auspacken. Das ist schon angekommen und das ist hier. Und zwar ist es Spirulina in allerlei Möglichkeiten. Ja, also ich habe hier einmal Spirulina-Pulver, ich habe hier einmal Spirulina-Presslinge, also zum Schlucken. Und einmal Spirulina-Flocken, zum Beispiel zum Drübergeben auf den Salat. Die Spirulina-Presslinge und das Spirulina-Pulver ist sogar aus Deutschland und ist auch alles in Rohkostqualität. Also das ist die beste Qualität, die es aktuell auf dem Markt gibt. Ich habe da ein bisschen nachgeforscht, ich war auch selber in der Produktion. Schaut euch gerne das Video dazu an, das verlinke ich euch. Ja, und deswegen würde ich mich für diesen Hersteller entscheiden, der nennt sich Alkal Food. Ich werde den Hersteller auch anschreiben und nach einem Rabattcode für euch fragen. Den Rabattcode verlinke ich euch dann unten in der Infobox. So, und wie machen wir das Ganze jetzt und warum entscheide ich mich unbedingt für Spirulina? Ja? Spirulina ist, wie gesagt, sehr, sehr chlorophyllhaltig, sehr, sehr reich an Protein, sehr, sehr reich an Eisen, Magnesium, Calcium, Kalium und so weiter. Aber bindet eben auch Giftstoffe und Schadstoffe und scheidet diese aus. Ja? Also wir müssen jetzt keine ewig lange Fastenperiode machen von einem Monat. Ja, Fasten ist super, um Gottes Willen. Ich mache ja intermittierendes Fasten schon seit Jahren, das wisst ihr ja. Aber das hier ist auf jeden Fall was, was dem Körper zusätzlich hilft und was man integrieren kann, ohne dass man groß, jetzt komplett leiden muss, sage ich jetzt mal im Sinne von Fasten, Hungern und so weiter. Also, was hier nochmal aufgeführt ist, lese ich nochmal vor. Es enthält sehr, sehr viel Eisen und Mineralien, ganz klar, auch für uns Mädels, meine Lieben. Wir verlieren durch die Periode sehr, sehr viel Eisen. Viele Frauen haben einen Eisenmangel, deswegen Eisen super, super wichtig. Meine Eisenwerte sind nie im Mangel. Also ich lasse ja mein Blut regelmäßig checken und ich habe noch nie einen Eisenmangel oder so gehabt. Ja? Ich nehme aber auch wirklich immer phasenweise Spirulina, mehrmals im Jahr, ja, und teilweise auch jetzt zum Beispiel durch meine Athletic Greens, die kennt ihr ja, das ist ja das Pulver, was ich täglich nehme, da ist ja auch Spirulina drin, allerdings in einer kleinen Dosis und bei einer Kur mache ich schon noch mal Hardcore, ja. So, antioxidativ, das heißt, es bringt den pH-Wert des Darms ins Gleichgewicht. Darm, ihr wisst, ja, 70-80% unseres Immunsystems sitzt im Darm. Also Darmgesundheit, super, super wichtig und befreit den Körper von Schwermetallen, entschlackt und reinigt durch das enthaltene Chlorophyll, also das, was ich angesprochen habe. Sprich,
Spirulina all day long. Wir haben jetzt hier also diese drei Varianten und dann habe ich hier noch was, das ist auch super, das ist ein Spirulina-Körnermix. Das ist sowas wie Sonnenblumenkerne und so ein Salatkörnermix, den ihr kennt, nur dass da noch Spirulina drin ist. Das finde ich auch richtig, richtig gut, das kann man sich dann über den Salat geben. Und da ist eben wirklich nur Sonnenblumenkerne drin, Sesam, Leinsamen, Kürbiskerne und Spirulina-Flocken. Alles bio und ja, super Qualität. Von daher, das werde ich jetzt auf jeden Fall integrieren und ich würde vorschlagen, wir beginnen direkt mit einem Spirulina Smoothie, damit ich euch auch ein bisschen inspiriere, da mitzumachen bei der Challenge. Und ganz, ganz toll war auch bei diesem Paket, dass hier so eine Rezepteliste dabei war. Also vegane Rohkostrezepte. Hört sich jetzt erstmal nicht so lecker an, aber ist es. Hier steht zum Beispiel der grüne Smoothie, Spirulina Sommermärchen, auch ein Smoothie, Pflaumen-Avocado-Smoothie, Mangold-Spinat-Smoothie, Salatdressings, Guacamole, Ingwer-Sesampaste, Erbsenpüree, Hummus und Pesto für die Atemwege. Also hammergut. Eine Sache noch zur Wirkung von Spirulina, weil natürlich man jetzt die Entgiftung vielleicht nicht direkt sieht oder spürt, aber die passiert trotzdem. Ich habe nach einer Zeit, also nicht direkt nach der ersten Woche, aber wenn ich das mache, und das mache ich meistens einen Monat, habe ich eine deutlich reinere Haut. Also meine Haut, das ist wie, als würde sie sich reinigen, klären von innen, ist super feinporig. Also das kann ich auf jeden Fall berichten. Meiner Mama gebe ich immer Spirulina, weil sie früher eine extreme Histaminallergie hatte. Wirklich, sie konnte nichts mehr essen, kein Restaurant mehr, keine Hotels mehr. Richtig schlimm. Und da haben wir dann mehrere Sachen gemacht, unter anderem aber auch Spirulina. Also ich will nicht sagen ausschließlich, aber hauptsächlich. So, das so als mein Feedback, mein persönliches Feedback von jemandem, der jahrelang schon Spirulina nimmt und Erfahrung damit hat. Also über die Wirkung braucht man nicht sprechen. Ihr könnt ja gerne mal auch in die Kommentare schreiben, was so eure Erfahrung ist mit Spirulina. Und ich bin mir sicher, dass es da durchweg positive Erfahrungen gibt. Achtet bitte nur auf die Qualität. Ich habe einmal entgiftet mit Spirulina und hatte mir da was bei Amazon bestellt, auch was nicht so teures. Und habe dann angefangen, die Dosis eben zu erhöhen und habe mich dann wirklich übergeben einmal. Ja, also es war so schlimm, dass ich mich dann übergeben habe. Deswegen der Tipp an euch, bitte, das von mir ist wirklich ausgewählt. Ihr könnt gerne auch gucken, was ihr, wenn ihr was habt zu Hause, das verwenden. Aber verwendet bitte nichts Günstiges und schaut, dass ihr da nicht irgendwie an ein paar Euro spart für eure Gesundheit. Wenn schon entgiften und sich dieser Prozedur hingeben, dann richtig. So, und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich werde euch zeigen, welche Möglichkeiten es gibt in diesem Video. Man kann natürlich entweder sagen, man gibt sich das Ganze in den Smoothie, wenn man eine Smoothie-Routine hat, wenn man beginnt zum neuen Jahr damit, sich gesünder zu ernähren, mehr Blattgrün, und da bietet sich natürlich der Smoothie an. Oder man sagt, mag ich nicht so gerne mit dem Smoothie, dann nimmt man einfach Presslinge. Und bei den Presslingen würde ich empfehlen, die Dosis von Tag zu Tag zu steigern. Sprich, du beginnst vielleicht mit 5 bis 7 Presslingen, am nächsten Tag machst du 8, 9, 10 und schaust dann, dass du dich, wo du dich noch wohlfühlst, dass es nicht zu viel wird einfach. Also ich würde nicht mehr als 20 Stück am Tag nehmen. Ja, das ist so maximal. Ich nehme meistens so zwischen 10 und 15, also mehr gehe ich gar nicht, weil ich das ja einen Monat lang mache und die Wirkung ist ja dann von Tag zu Tag auch ja, immer stärker, sage ich jetzt mal, weil dein Mineralstoffgehalt, dein Chlorophyllgehalt und so weiter baut sich ja alles auf und hat also super, super durch die Bank weg positive Ergebnisse. So, meine Lieben, ich fordere euch jetzt auf, die Challenge mit mir mitzumachen. Ich werde euch jede Woche mitnehmen mit Spirulina und starte direkt heute mit deiner Inspiration und im nächsten Full Day of Eating werde ich euch dann jedes Mal zeigen, wie ich Spirulina in meinen Alltag integriere. Und am einfachsten geht es, wie gesagt, mit Presslingen. Also denkt mal darüber nach und beziehungsweise denkt nicht darüber nach, sondern macht es einfach. So eine kleine Entgiftungskur zum Anfang des Jahres kann uns, glaube ich, allen nicht schaden und mit Spirulina ist es wirklich am einfachsten praktiziert. Ja? In diesem Sinne, jetzt kommen die Einblicke vom Smoothie. Thank you.
Ja, wie ihr seht, es ist einfach total easy integriert, ob im Smoothie, in Presslingen oder auch im Salat. Es ist so universell einsetzbar und man schmeckt es wirklich kaum raus, wenn man es intelligent integriert. Ja, in diesem Sinne, macht gerne mit, würde mich sehr, sehr freuen darüber, auch eine Firma zu unterstützen, die in Deutschland sitzt und das Ganze noch in Deutschland produziert. Finde ich super, super schön, in Rohkostqualität, und da profitieren wir doch alle von. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao. Eure Lana.